Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Escape 2. Wir sind mittlerweile bei Folge 7 angelangt und haben bisher überlebt. Und, das und wie ihr seht, sind wir immer noch alleine. Oder sind wir jetzt mittlerweile? Nein, sind wir noch nicht. Und ich setze mal kurz den Text ab und wir gehen rein in 3, 2, 1, jetzt. Genau in dem Moment hat sich meine Serverliste aufgeklärt, dass die ganzen Server angezeigt werden. So. Nice. Also, ach ja, wir waren ja hier. Ich erinnere mich. So, und eigentlich dürfte uns niemand wirklich hinterher joinen, weil wir haben niemanden, der wüsste, wo wir sind. Möglicherweise, wer weiß das schon. Es gibt zwei Lokationen, wo wir uns halt theoretisch befinden könnten. Das ist wahr. Ich wollte gerade sagen, irgendjemand hat hier... Ach ja, die Fackel. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach ganz einfach weiter mit, Mit Levelbeschaffung. Mit Levelbeschaffung, aka, Farm einfach nur. Sharpness 3, Alter, leck mich an den Nüssen. Ja, meine Folge heißt ja Sharpness 5, ne, so ein bisschen Clickbait geht ja schon. So. Ich brauche nochmal ein paar Spitzhacken. Stein reichen. Ja, ich mache mir jetzt ein Eisen, aber... Also ich habe mir als Ersatz ein Eisen gemacht. So, ich gehe nach unten. Hatten wir schon hier in diesem Teil einen Minenteil, der ganz nach unten ging? Nein, ne? Glaube nicht, nein. Okay. Ich gehe mal gerade kurz raus. Ist das hier? Wo? Ah, ist das eine Nacht? Brauchen wir noch Leder? Nee, ne? Kann man immer gebrauchen wegen Büchern. Redstone brauchen wir nicht. So, ich habe mal gerade was gemacht. Und zwar habe ich... Du hast was gemacht? Oh mein Gott. Ja, hier ein Eimer Wasser, falls du das gebrauchen... Ah, alles klar. Hallo? Solltest du den auch mitnehmen? Weil es kann ja immer mal passieren, ne? Ach so, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. So. Ja. Ja, ich hab schon, ich bin ja im Gegensatz zu dir, ich guck mir ja die Folgen anderer Leute an. Nee, ich bin ja partout dagegen. Mhm. Und weil ich hab bei einem älteren Projekt, wo ich mal mitgemacht habe, hab ich ja derbe aufs Maul gekriegt. Weil ich da in die Folgen reingeguckt habe. Ah, und angeblich stand's halt auch in den Sachen drinne. Im Regelwerk. Dass man sich die Folgen von anderen nicht angucken kann. Ja. Ja, safe Inkognito-Modus gehen und dann war's das. Also ganz ehrlich, so eine Regel macht es halt schon ein bisschen, naja. Ja, um halt Snipern zu verhindern, ne? Kann ich nicht nachvollziehen, aber naja, gut. Ja, ich habe ja auch Besseres zu tun, als den ganzen Tag halt in Minecraft zu hocken und... Naja. Ne? Ja, das ist ja hier, ich glaube, das ist selbst bei uns, selbst bei den Leuten, die richtig PvP machen, nicht der Fall, dass die halt jetzt... sich jemanden raushocken, den ganzen Tag vor Minecraft hängen, darauf warten, dass jemand joint und dann, weil wenn das dann, dafür sind wir halt alle, dafür lohnt sich's halt nicht bei uns. Nee, das lohnt sich partout nicht. Ich meine, jetzt mittlerweile Folge 7, klar, wenn wir sterben, dann sind wir halt tot. Los, ich back mir da ein Ei drauf. Ja, also mittlerweile ist das, wir sind so weit gekommen, dass ich nicht glaube, dass wir so weit gekommen sind. Das klingt jetzt falsch, aber... Das sage ich halt auch immer im Bett. Sage ich jetzt nichts zu, ne? Ich aber... auch nicht. So, ich habe Gold gefunden. Nice. Ist genügend für einen Apfel. Tatsächlich. Du nimmst auch immer meine Minenschächte-Gänge, ne? Natürlich. Das ist natürlich gut. Ich könnte mich natürlich jetzt auch, wie Easy das damals in Varo gemacht hat, das war so eine gute Taktik. Man kann sich ja irgendwie drei Blöcke ja nach unten bauen, dann kriegt man ja mal keinen Fallschaden. Das ist so die schnellste Taktik, aber dann ist es halt nur nach unten kommen schnell, aber nicht mehr nach oben. So sieht's aus. So. Das haben wir doch damals in UHC gemacht. Haben wir das so gemacht? Ja gut, ja, aber da ist es natürlich notwendig. So, wir sind auf der passenden Höhe. Ich gehe nach links, du nach rechts. Oder willst du andersrum? Oder ist nee, machen wir so. Passt schon. So, direkt Eisen. Das ist natürlich, ja, nicht schlecht.
Ja. Sollen wir irgendeinen Real Talk machen? Gibt es da irgendwas? So ein Thema, was man bereden kann? No idea. Ja, ich auch nicht. Es gibt halt, das Ding ist, der letzte Trend ist mit Wappab ist rum. Ja, zum Glück. Der Hype ist nicht mehr weird. Eisen. Ach, jetzt habe ich komplett vergessen zu strip mine. Gut, dass du mich getriggert hast. Was? Wieso habe ich dich getriggert? Ja, du hast mit Eisen hast du gesagt, dass ich. Also hast du mich daran erinnert, dass ich vergessen habe zu strip mine. Ach so. Ja, ja. Und das war ein Trigger für mich. Ah, I understand. Verstehst du so? Ja, ja, soll Trigger. Ich so. Ja, ich habe nochmal Gold für einen zweiten Goldapfel. Theoretisch. Wir müssen nochmal irgendwann Äpfelfarm machen, aber ich finde, das ist jetzt noch zu früh. Äpfelfarm ist. Das liegt halt, jetzt im Auge des Betrachters, ne? Ja, es ist halt immer so Late Game, finde ich. Das ist halt wirklich. Vor allem, es sind ja nur normale Äpfel, die wir machen können. Wir können ja keine. Wir können keine Notch-Äpfel machen. Ja. Verstehe ich beim 1.8er Minecraft nicht. Weil. Was denn? Ja, dass man keine Notch-Äpfel machen darf. Weil im Endeffekt 1.8er PvP ist ja schon ziemlich schnell. Das ist ja. Ja. Ne, und so ein Notch-Apple hätte den Kampf halt herausgezögert. Das stimmt sogar. Das ist auch mein größtes Problem mit dem 1.8er PvP, dass die Kämpfe halt so schnell vorbei sind. Das stimmt. Aber meine bescheidene Frage: Wie würdest du reagieren, wenn wir zu Varo 5 eingeladen werden? Ja, fände ich schon nett. Ich meine, die Chancen bestehen. Also ich würde es auch feiern. Ja, ja. Die Chancen bestehen ja immer. Es gibt ja quasi immer so eine Art Wildcard-Teilnehmer. Hier, das war doch dieses Jahr dieser nicht Skate, sondern. Es war ja irgendeiner mit ganz wenig Abos. 800 oder so, als er angefangen hat bei Varo. Ja, und jetzt bist du, glaube ich, bei knapp 2,5 oder so, ne? Ja, ja. Das ist also. Das ist ja quasi diese Wildcard. Das ist also immer möglich. Also ich finde, ich feiere das ja so ein bisschen. Ja, ja, klar. Ich finde, das soll, bräuchte auch viel mehr. Wie viele Leute machen mit? 32? 64? Weiß ich gerade gar nicht. Boah, ich glaube, das sind 10 Teams. 10 Teams? Nee, dann wären 20 Leute, das sind mehr. Nee, ich glaube, es sind 32. Boah, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Müsste ich jetzt mal in Varo 4 reingucken. Ja. Ja, also ich finde, man könnte schon so, also 4, 5, 6 Leute könnte man schon als Wildcard immer machen, irgendwie, dass es vorher so eine Art Gewinnspiel, sag ich mal, gibt. Man dann halt quasi teilnehmen kann, wer reinkommt. Redstone, nice. Oh, gibt gut EPXP. Ja, nicht wenn du nur eine Dingens Spitzhacke hast. Eisen. Stein. Ja, deswegen baue ich mir immer meine. Ja, was wollte ich sagen? Eisen. Ich meine, es ist ja jetzt nicht, dass es uns an Eisen mangelt. Ich habe übrigens Lapis gefunden. Kann ich mit Eisen abbauen, ne, glaube ich, oder? Ja, ja, kannst du mit Eisen abbauen. Ich muss sowieso einmal kurz nach oben. So, oh, Lapis. Das ist immer so schön, ne? Es ist ja genauso selten wie dir. Nur halt dadurch, dass man so viel immer bei einem findet, ich muss auch nach oben. Merkt man das nie. Ja, das stimmt natürlich. Na klar, ich habe jetzt 4 Eierze abgebaut, 27. Bei Diamanten wäre das toll. 25 Diamanten? Alter, was meinst du, wie viele Dia-Schwerter das wären? Dia-Schwerter, da werden wir mit 27 haben wir fast eine komplette Dia-Rüstung. Also Ausrüstung. Zumindest für einer. Ja, ja. Für einen. Hier kommt das rein. So, stimmt, ich könnte auch, weil wieder ist irgendwo Eisen? Ja, dann nutze ich das mit. Hast du einen Goldofen? Nein. Okay, dann werf ich direkt daneben Gold rein. Hab überall mal 16 reingepackt. Lapis tue ich in die Kiste. Boah, ich hab eine Eisenspitzhacke dabei, ne? Fick doch die Henne. Wow. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Wir haben noch 5 Minuten, okay. So. Machen wir jetzt nochmal fix eine
Eisenspitzhacke, so. 20, ja, damit mache ich auch gerade noch. Ich pack die Schwerter mal hier in die Kiste. Welche Schwerter? Die Sharpness. Stimmt, die Sharpness richtig, ja, 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 klar, hast recht. Weil die brauchen wir ja erst für später, quasi. Correctly. Nee, Eisen sollte ich vorher mitnehmen. Oh, Efficiency auf eine Pickaxe sollte eigentlich funktionieren, ne? Ja, aber ich weiß nicht, wie sehr sich das lohnt. Ja, stimmt. Ist die Frage halt. Wollen wir jetzt für die letzten paar Minuten hier oben bleiben oder wieder runter? Ich gehe noch einmal kurz runter bis Minute 2. Ist ja nie komplett entlohnenswert. Das stimmt natürlich. So, jetzt brauchen wir noch irgendwas, müssen wir jetzt 4 Minuten über irgendwas reden, wo wir einen guten Clickbait-Titel reinmachen können. Penispumpe. Na, das ist doch mal was. Sex in Varo. Ist das ein Titel oder ist das eher so, ist nicht mehr jugendfreundlich, ne? Kann man nicht mehr Monetarisierung einschalten. Richtig. Aber was mich ein bisschen wundert ist, dass obwohl ja alles geändert wurde von YouTube aus, dass es sich mittlerweile aber so anfühlt, als wäre gar nichts geändert worden. Ja, mittlerweile geht's, ne? Also am Anfang war es halt, glaube ich, wirklich so eine Testphase mit wie viel Sperren war und dann lieber mehr als nötig. Aber jetzt haben sie, glaube ich, erkannt, dass man nicht so extrem viel sperren muss. Für Nö. Monetarisierung, was ich gut finde. Also nicht, dass das jetzt, sage ich mal, wirklich signifikant beeinflusst hätte, aber es ist halt trotzdem irgendwie ist es dann doch noch blöd. Ja, natürlich. So, ich habe jetzt 10 Level. Wie viel brauchten wir nochmal, um die zwei Dinger zu verkraften miteinander? 10. Wirklich 10? Ja. Und dann gehe ich nämlich direkt jetzt wieder hoch. Alles klar, ich baue hier nur kurz die Kohle ab. Wenn ich oben bin, kann ich... Oh, hier ist noch Eisen. Wunderbar. Theoretisch auch. Ganz ehrlich, wir können uns theoretisch erstmal voll Eisen machen. Ja, ich weiß aber nicht, wie sinnvoll das ist, ne? Ja, besser als gar nichts, würde ich sagen. Ja, stimmt eigentlich. Aber dann nicht verzaubert, weil das nimmt natürlich zu viele Erfahrungspunkte weg. Natürlich, Weil ein Stack ist eine Rüstung, das haben wir übrig bei Eisen, würde ich fast behaupten. Wir brauchen es ja sonst eigentlich nur für die Schwerter, in Anführungszeichen. Ja, stimmt, können wir eigentlich machen. Baue ich mal gerade, wenn ich oben bin, fix. Hosen haben wir ja schon. Jo. Schon mitgekriegt, im nächsten Minecraft-Update soll das PvP nochmal verändert werden, ne? Was heißt verändert? Ja, sie wollen es nochmal überarbeiten. Weil da irgendwas buggy sein soll. Ah, okay. Hier liegt, warte. Ein Helm. Und, warte. Da. Ich mach noch Schuhe gerade für uns. Yay, Schuhe. Ja. Jetzt sind wir jetzt von Deutsch und Gabbana? Ja, aber natürlich. Wunderbar. Alles andere würde ich dir doch nicht anbieten, also bitte. Und die Chestplate ist natürlich von Prada, ne? Ja, klar. Also, alles andere ist unter unserem Niveau. Das wissen wir doch. Ja, ist so, ne? Hier gibt es auch viel Kohle. Das kann ich auch alles mal in unsere Team-Chest reinpacken. Wofür Eisen. Brauchen wir so viel Kohle? Mal ganz im Ernst. Ja, weiß ich nicht. In jedem Modpack wüsste ich jetzt, dass es irgendwelche Anwendungs... Ach, es ist Lichttag draußen, vermute ich deswegen. Ja, ich habe mich gerade kurz gewundert. Nee, nicht nur du. Was meinst du, warum ich da hingegangen bin? Ja. Hä? Ja, die Nase, die hat's drauf. Ja. So, die beiden, yo. Sharpness 4.
Das heißt, wie viel Level hast du? Ich habe 6. Ja gut, dann nächste Folge geht's wieder kurz ans Eisen verzaubern. Dann gehen wir noch kurz raus. Ich will ein paar voll Äpfel vielleicht farmen. Ja, ja. Mal gucken, was wir sonst noch machen. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Ja, das war's mit dieser Folge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.